Damen und Herren, der Bundesrat hat sich heute erneut mit dem Coronavirus beschäftigt. Meine Damen und Herren, die Situation ist schwierig. In dieser Situation hat der Bundesrat zwei Ziele. Wir wollen die Gesundheit unserer Bevölkerung schützen und wir wollen die Betriebe, die Angestellten und die Selbstständigen unterstützen. Die Situation ist ernst, aber wir haben die Mittel, wir haben die Möglichkeiten, um ihr zu begegnen, und zwar medizinisch und finanziell. La situation est difficile, mais nous avons les moyens et nous sommes en mesure d'y faire face sur le plan médical et financier. La situazione è critica, ma abbiamo la possibilità e i mezzi di affrontarla sul piano medico e finanziario. Die Maßnahmen, die der Bundesrat bereits beschlossen hat, was bedeutet Abstand halten? Das ist wirklich eine sehr wichtige Maßnahme, soweit immer möglich, und die Hygieneregeln einzuhalten. Das sind die wirksamsten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Deshalb hat der Bundesrat heute genau entschieden, die Maßnahmen zu verstärken mit diesem Veranstaltungsverbot ab 100 Personen, die bis am 30. April gilt, und das ab sofort. Sie haben auch gesehen, dass wir haben für die Veranstaltung in weniger als 100 Personen, die bleiben erlaubt, aber wenn bestimmte Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Das ist auch sehr wichtig, um der Gesundheit zu sichern. Restaurants, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Restaurants, Bars, Discos können offen bleiben, aber es dürfen nicht mehr. Dürfen sich nicht mehr als 50 Personen gleichzeitig darin aufhalten, Personal inbegriffen. Außerdem müssen wiederum dieselben Empfehlungen des BAG eingehalten werden können. Also Abstand halten und Hygiene. Die Kantone sind, wie es bekannt ist, zuständig, um die Maßnahme umzusetzen. Ja, das Ziel der Maßnahmen, die wir jetzt treffen, ist genau das, dass wir nicht in eine Situation kommen wie in Italien. Wir müssen absolut verhindern, dass unser Gesundheitssystem in eine Lage kommt, wo sie die Patienten nicht mehr korrekt versorgen können. Und das ist durchaus möglich, wenn alle das mitmachen. Von dem her gehe ich davon aus, und ich bin sicher, die Schweiz schafft das, gehe ich davon aus, dass wir nicht in eine Situation hineinkommen wie in Italien. Aber wir werden selbstverständlich auch sehr viele kranke Personen haben.